Moin Kinders, es ist soweit. Erste Abfüllung von Friendly Mr. Z, die Bunker Choice Number One, und die schauen wir uns jetzt nach dem Intro genauer an. Los geht's, Kinders! Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute in Deutschland unterwegs. Ich bin bei St. Kilian. Ich bin unabhängig abgefüllt unterwegs. Das ist meine eigene Abfüllung. Es ist die Friendly Mr. Z Bunker Choice Number One. Und ihr seht, schicker St. Kilian Karton. Es ist eine Abfüllung, die ich mir selber ausgesucht habe. Und die ist ja eigentlich eher durch einen Zufallsfund entstanden. Aber die genaue Geschichte und so, dazu kriegt ihr nochmal mehr Infos. Erstmal ist natürlich wichtig, wie sieht das Ding aus? Guckt es euch an. So sieht die Buddel aus. Ne, ist unscharf. Jetzt ist scharf. Genau, so ist es. Friendly Mr. Z, Bunker Choice Number One. Dann seht ihr hinten drauf. Auf dem Etikett steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Und es ist eine spezielle Abfüllung von St. Kilian, würde ich bald behaupten. Es ist ein Zufallsfund im Bunker gewesen. Ich war ja mit Holly und Uli unterwegs bei St. Kilian, als wir da den Brand Ambassador Kurs gemacht haben. Und habe dann dort irgendwann gesagt, ich würde gerne mal irgendein anderes Fass aus dem St. Kilian Bunker probieren. Also Bunker City, da waren wir halt, ne? Und dann hieß es, das geht, kein Problem, such dir mal eins aus. Ich natürlich ein Fuchs und habe dann gesagt, yo, ich guck mal nach Fässern, die eine niedrige Nummer haben, weil ist natürlich alter Kram drin. Ja, dann haben wir tatsächlich fast 1469 gefunden und hier ist das Restsample davon. Das werde ich jetzt direkt miteinander vergleichen, denn wir haben das ja im, wann war das? Mitte Dezember haben wir das Fass ausgesucht oder habe ich das Fass da gefunden. Oh, ist echt nicht mehr viel drin. Aber ich musste den Händler zwischendurch mal probieren lassen und der hat sich ein bisschen großzügig eingeschenkt. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Fass dann da gefunden und irgendwie haben alle probiert und sind alle ausgerastet und gesagt, ey krass, das ist richtig geil, das muss man haben, das muss man nehmen. Und ja, irgendwie ist es dann nach ganz viel Hin- und Herschreiberei, Telefonieren, Quatschen mit St. Kilian und so weiter und so fort, ist es dann dazu gekommen, dass ich jemanden gefunden habe, der das Fass für mich abfüllt. Das war der Marco Bonn vom Brüder Whisky aus, kennt ihr alle. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier heute stehe und die Friendly Mr. Z Bunker Choice Number One in den Händen habe, meine erste eigene Abfüllung, wo mein Name draufsteht. Das ist richtig geil. Ja, es ist ein, wie ich gerade schon gesagt habe, spezielles Fass. Es ist ein Woodford Reserve Fass, also ein Ex-Bourbon-Fass von Woodford. Und es ist ein Double Oak Fass. Also Double Oak ist ja, mal eben kurz gucken, ich glaube, ich habe die Bulle sogar hier. Ja, genau. Das hier ist die Abfüllung, die da irgendwie vorher drin war in den Fässern, ne, von Woodford Reserve. Wenn man das schon mal gesehen hat und weiß, das ist sehr, sehr lecker. Und es gibt eine spezielle Mashbill, die dafür benutzt worden ist bei St. Kilian, zwar Mashbill 10. Das ist eine Mischung aus, die eine Hälfte ist milde Rezeptur und die andere Hälfte ist Buchenholzrauch. Also das ist halt ein bisschen peated mit Buchenholzrauch und das ist halt echt krass. Das ist schon sehr speziell und ich wollte das aber trotzdem unbedingt haben und ja, mit 59,3% abgefüllt in Fassstärke, so wie es aus dem Fass kam. Und ich fand die Farbe schon ziemlich nice. Ne? Das ist also jetzt, klar ist eine Ex-Bourbon-Reifung, aber ist halt oder trotzdem schon sehr dunkel, finde ich. Und insgesamt haben wir 378 Flaschen und preislich wird die halbe Liter Buddel bei 64,90 Euro liegen. Gibt auf jeden Fall genug Buddels für alle, also sollte jeder, der eine haben möchte, auch eine bekommen. Gut, jetzt geht es natürlich darum, wie schmeckt das Zeug eigentlich? Und ich glaube, ich halte mal die Nase rein, probiere mal. Ich bin natürlich ein bisschen befangen. Ich weiß gar nicht, ob ich nachher eine Bewertung abgeben möchte, aber ich rieche mal dran. Ich finde, der riecht halt nicht so wie so der typische St. Kilian. Ich finde, der hat sehr viel Vanille, sehr viel Karamell. Der hat sehr viel von diesem, von so einer Art Weihnachtsgewürz mit so einer leicht holzigen Note dabei. Und diese Birne, die wir von St. Kilian kennen, die ist irgendwo so ganz, ganz weit hinten irgendwo abgeblieben. Ne? Aber
Ich finde auch, der ist ja auch nicht ganz so jung. Also das heißt nicht ganz so jung, aber der ist ja 5,5 Jahre alt. Also für die, die es genau wissen wollen, ist destilliert am 11.10.2017 und abgefüllt am 7.3.2023. Und ja, dieses Fass hat halt echt relativ viel Flaschen gegeben. War halt ein 190 Liter Fass, glaube ich. Ja, oder da sind ja dann immer ein bisschen mehr drin, aber der hat auf jeden Fall nicht viel Angel's Share abgekriegt, was vielleicht daran lag, dass der wirklich in dem Bunker lag, der relativ weit hinten in der Ecke an der Wand. Und da war es auch im Sommer halt nicht so warm, weil diese Bunker City, müsst ihr euch so vorstellen, ist halt komplett bewaldet. Und die Bunker sind halt auch, ja, sehr, sehr geschützt. Ne? Die sind ja auch überwachsen und du hast ja quasi nur diese Bunkertür, wo du halt reingehst. Und vermutlich ist da einfach wenig Angel's Share rausgegangen, ne? Also der hat halt diese, du riechst es halt, das ist halt für mich eine typische Ex-Bourbon-Reifung, finde ich total gut. Wir haben übrigens an dem Tag auch eine Ex-Bourbon-Jack-Daniels-Reifung probiert, die fand ich auch sehr lecker, aber richtig geflasht hat uns nur die Abfüllung. Also die 59,3% merkst du halt auch, ne? Die kommen schon gut in der Nase an, hat echt so eine mentholige, minzige Frische mit dabei. Aber ich mag halt diesen etwas speziellen Geruch, den der halt hat. Und ich finde, das kann ich echt schwer so einsortieren, wohin das so genau passt, ne? Weil es echt so, also ja, es ist eine Ex-Bourbon-Reifung, aber es ist auch irgendwas anderes noch, was da drin ist. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich von diesem Buchenholzrauch kommt oder nicht, aber dieses, du hast halt in der Nase nicht wirklich Rauch. Der ist eher sehr dezent in der Nase. Irgendwie sowas, vielleicht was geröstetes Holz oder sowas, als wenn du halt so ein Stück Holz so ein bisschen so angeflamed hast oder so, ne? Aber ich rieche mal an meinem Sample. Vielleicht hat sich da was verändert. Mal gucken, wie der jetzt, wie der aus dem Sample ist. Okay, spannend. Also mein Sample riecht weniger fruchtig als der jetzt hier. Also ich finde, der hat schon nicht so viel Frucht in der Nase. Der hat so ein bisschen Birne, aber beim Sample kommt sehr viel Vanille und Karamell und das war's. Da ist von der Frucht nicht so viel zu merken wie hier jetzt. Also der ist auf jeden Fall von der Nase her wesentlich fruchtiger geworden. Auch Vanille und Karamell ist einfach intensiv. Krass. Ich find echt spannend, wie der sich noch entwickelt hat in der Zeit. Aber dann haben ja 3 Monate doch was ausgemacht. Weil ich finde hier bei dem Probesample riechst du noch ein bisschen mehr den Rauch. Oder du hast so ein bisschen mehr so diese Ahnung, dass das Rauch sein könnte und nicht nur Barrel-Char vielleicht. Ich muss mal eben kurz hier den Handrückentest machen. Machen wir mal hier auf die linke Hand. Und hier machen wir mal auf die rechte Hand. So. Also hier hat er dieses Geräucherte. Das ist so ein bisschen so Räucherlachs-Style. Hier auch. Aber hier ist es so ein bisschen aschiger. Spannend. Also die machen jetzt beide echt immer mehr Karamell, Vanille, immer süßer. Naja, ich probiere jetzt mal. Also, Prost, Kinders, auf euch. Geil. Es ist einfach genau das gleiche Feeling, was ich beim ersten Probieren vom Sample hatte. Du hast halt erst diesen karamelligen Vanille-Birnen-Moment. Und ich finde, die Birne ist einfach noch ein bisschen mehr durchgekommen. Dann hast du diesen, also es ist so ein Auf und Ab, finde ich, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so abwechslungsreich halt auch. Ne? Und dann kriegst du erst diesen leichten, holzigen Rauchmoment und dann wird es einfach voll mit Schokolade, Weihnachtsgewürze,
Ja, der ist auch ein bisschen hot. Der kriegt ein bisschen Schärfe noch mit. Ich würde eher sagen, es ist so eine Mischung aus bisschen Chili, bisschen Ingwer. Also merkst du schon, dass er schon gut schiebt. Ich hab das ja schon mal ein paar Leute probieren lassen. Und viele haben gesagt, der würde gut Wasser vertragen. Ich bin ja jetzt nicht so der Fan von Wasser. Ich habe es dann auch mal mit Wasser probiert. Ja, ich gebe den recht. Ist auch nice, aber ich mag ihn halt auch in der Fassstärke. Also ihr könnt auf jeden Fall auch mit Wasser spielen, rumbasteln, wie ihr wollt. Wie gesagt, ist halt fast 60%. Ist halt nicht für jeden was, direkt das so pur zu trinken. Aber ich finde ihn echt so wie er ist, gut. Und ich mag halt diese Abwechslung. Ne? Und du kriegst halt auch danach, wenn der weg ist, der bleibt echt lange. Du hast den echt lange im Mund. Du hast so eine leichte Holz-Schokoladennote mit so ein bisschen Rauch dabei. Und dieser Buchenholzrauch, der da drin ist, was ich halt am Anfang so ein bisschen in der Nase, so ein bisschen diesen Räucherlachs-Moment hatte, der bleibt halt so ein bisschen noch erhalten. Ne? Also der verschwindet halt nicht einfach. Und das finde ich echt gut. Naja, wir trinken mal ein Schluck Wasser. Mal gucken. Ich habe meine Wasserbuddel hier. Und dann probieren wir nochmal das Zempel. Ihr seht, wieder top vorbereitet. Kein Glas für Wasser. Bin gespannt. Also, Prost. Also, der Zempel hat einen Ticken mehr Rauch, finde ich. Aber hat fast gar keine Frucht im Geschmack. Ich überlege gerade. Ja, also es ist so. Also die Frucht kommt auch. Aber ich finde, die neuere Version, also jetzt die fertige Abfüllung, ist wesentlich fruchtiger. Ich habe auch diesen leichten Rauchmoment, so einen Räucherlachsmoment. Ich habe hinten raus auch diesen Schokoladenmoment. Aber ich finde, der Rauch ist halt ein Ticken mehr. Aber stört mich jetzt nicht. Jetzt ist eh abgefüllt. Jetzt ist eh zu spät. Gut. Ich finde man merkt einfach, dass es ein Woodford-Fass war. Ne? Es hat echt diesen Double Oak-Abgang, diesen Double Oak-Moment gemischt mit diesem St. Kilian-Brand. Ich finde, das passt so gut zusammen. Und ich finde, das ist einfach so eine abgedrehte Mesh-Bill. Also, heißt abgedreht, aber diese Kombi halt, ne, ist genau mein Ding. Was soll ich auch anderes sagen? Also, Kinders, wenn ihr Bock habt, die Buddels gibt's ab jetzt, ab sofort, beim Brühler Whisky aus dem Shop könnt ihr den ordern. 64,90, ich glaube, ist limitiert auf 2 Flaschen pro Person. Sollte also jeder, der eine haben möchte, auch eine bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die probiert habt, wenn ihr die aufgemacht habt und dann Feedback unter dieses Video gebt, wenn ihr mir Feedback gebt. Es ist meine erste Abfüllung, das erste Mal, dass ich was abgefüllt habe und wo ich sage, yo, das finde ich passt, das muss ins Glas und das muss in die Flasche, das muss abgefüllt werden. Und so war es halt auch. Ne? Wir haben das Fass gefunden und ich habe direkt gesagt, das muss abgefüllt werden. Das muss in die Flasche, das muss raus, das brauchen wir. Und genauso ist es auch passiert. Ich freue mich tierisch darüber, dass ich euch die Bunker Choice Number One mitgebracht habe. Es wird, wenn, wir gucken mal, wie es ankommt, aber es wird, wenn das gut bei euch ankommt, vermutlich irgendwann mal eine zweite geben. Das habe ich schon mal so anklingen lassen bei St. Kilian. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Feedback dazu da lasst, wenn ihr sagt, wie euch das gefallen hat, wie euch die Buddel schmeckt und... ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit, wie ich damit Spaß habe und wie wir alle anderen damit Spaß gehabt haben. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.